Dann begrüßen wir euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Die Partie endete mit 4:0. Neben mir Platz genommen haben die beiden Cheftrainer, der Gästetrainer Uwe Schubert und unser Trainer Heiko Scholz. Herr Schubert, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Hallo zusammen. Von meiner Seite gibt es ja gar nicht viel zu sagen. Erstmal Glückwunsch an Heiko und Dynamo Dresden. In der Halbzeitpause bin ich etwas lauter geworden, weil das, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, eine Vollkatastrophe war. Wir haben ein Spiegelbild aus der ganzen Saison abgegeben. Jeder zweite Ball war bei Dynamo. Wir kriegen das erste und das zweite Tor wieder. Ja, weil wir so verteidigt haben, wie wir die ganze Saison verteidigen. Und ich möchte da auch gar keine Ausreden suchen, dass wir heute 3 U19-Spieler im Kader hatten und auch limitiert waren, was die Position anbelangt. In der Halbzeit habe ich dann der Mannschaft gesagt, dass ich einfach keinen Bock habe, mich hier vorführen zu lassen und dass wir mit weiteren Gegentoren ein noch höheres Ergebnis für Dresden zulassen. Und ich meine, das ist dann mit dem einen Gegentor uns gelungen, aber es ist einfach, Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Danke. Schubert, vielen Dank. Heiko, deine Einschätzung bitte. Ja, hallo erstmal. Ich denke, wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht. Nach den ganzen Enttäuschungen von, ja, wo vorige Woche feststand, dass wir mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben, haben wir, glaube ich, eine ordentliche Trainingswoche hingelegt. Und ich glaube, die Jungs haben heute Charakter gezeigt. War natürlich jetzt wieder überragend, was unsere Fans, die Zuschauer hier wieder anbieten. Ja, da kommen 30.000 zu so einem Spiel. Das ist phänomenal. Und ich glaube, die Jungs haben heute alles nochmal rausgehauen, haben ein gutes Spiel gemacht. Das hat Riesenspaß gemacht mit den Zuschauern, die Stimmung. Und das macht einfach wieder für die Zukunft ein bisschen mehr Hoffnung. Und jetzt haben wir noch nächste Woche ein herrliches Pokalspiel. Wir sind aber Vierter. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und ein MSV. Ja, ich habe 7,5 Jahre dort eine herrliche Zeit gehabt, wünsche ich. Durchatmen und maximale Erfolge, dass ihr bald wieder in der dritten Liga seid. Danke. Heiko, danke dir, denn jetzt noch Zeit für Sie und euch Fragen zu stellen. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten beginnt. Heiko, du hast heute den Daniel Messenhöhler ins Tor gestellt. Er konnte sich nicht viel auszeichnen, zumindest wenn er den Ball in der Hand nehmen musste. War das auch eine Maßnahme, um ihm nochmal Spielpraxis zu geben vor dem Sachsen-Pokalfinale? Du hattest ja schon mal gesagt, Pokal und Liga, da gibt es jeweils einen Torwart für. Genau, das wollte ich auch nie ändern. Das ist bei den meisten Vereinen so, dass du einen Pokaltorhüter hast und der Mäser hat das gut gemacht. Der trainiert hervorragend, ist ein super Mensch und deswegen haben wir uns entschieden, ihn heute schon ins Tor zu stellen, damit er auch wieder ein bisschen Gefühl kriegt und hat dann eine Sache gut gemacht, auch wenn es mehr mit dem Fuß war als wie mit der Hand. Auch am letzten Spieltag gab es noch einen Manko. Chancenverwertung kannst du aber angesichts der 4 Tore damit leben, dass es auch hätten 8 sein können? Ja gut, man soll ja nie übertreiben. Wir haben heute auch ein paar Tore gemacht, die man in der Vergangenheit nie gemacht hat. Wenn ich jetzt gerade Haube, langer Pfosten, sind wir lang durchgehört, wo Lemmy den reinhaut. Zweite Bälle waren wir griffig heute. Dann Ömi hat einen überragenden Pass gespielt zum Lemmy. Und ja, das war einfach, ich glaube, herzerfrischender Fußball heute. Es hat riesen Spaß gemacht. Der Platz war auch herrlich, hat es ein bisschen geregnet. Also das hat, glaube ich, alles gepasst. Nochmal zu dir. Wir hatten jetzt vor 2 Tagen gesprochen. Hast du inzwischen schon einen Vertrag vorgelegt bekommen? Nein. Aber es ist doch nie wichtig. Wir haben nächste Woche noch das Pokalspiel und alles andere wird sich zeigen. Tim Schlegel von der Bild-Zeitung. Ist genau das eingetreten, was du prophezeit hast. Scholle Regensburg verliert. Es fehlt ein einziger Punkt. Ist das nochmal eine Situation, wo man trotz der Euphorie, die jetzt hier heute so geherrscht hat, dann das nochmal eigentlich nicht fassen kann? Traurig. Wo ich das gerade gehört habe, na, das sind die 2 Minuten, die im Regensburg gefehlt haben, wo wir wirklich eine gute Partie gespielt haben. Aber das ist Fußball und am Ende ist es ein Saisonverlauf. Es ist sowieso traurig, wenn man überlegt, wie viele Spiele wir zu Hause gerade verloren haben in der zweiten Halbserie.
traurig einfach abhaken und Mensch, musste mich nochmal ansprechen, ich war gerade ein bisschen drüber. Sorry. Der Kollege da in der Mitte. Ja, guten Tag, Dirk Retzlaff, Neue Ruhrzeitung Duisburg. Ich möchte in der dritten Liga nochmal Fragen stellen. Deswegen, Uwe, große Enttäuschung heute. Wie ist es zu erklären, dass in so einem letzten Spiel ein Abschied mit Anstand nicht möglich ist? Ich meine, ihr habt viel versucht, ihr hattet ja auch jetzt nach dem Trainerwechsel so ein paar Momente, wo es ein bisschen besser lief. Woran liegt das? Tja, woran liegt das? Wenn ich das wüsste, glaube ich, dann würden wir nicht dastehen, wo wir stehen, weil dann hätte man mich schon vorher gefragt. Und nochmal, ich möchte auch keine Ausreden suchen, aber ich habe gehofft, dass die Mannschaft heute nochmal befreit aufspielen kann. Ich glaube, das sitzt so tief in den Köpfen und so in den Knochen, dass man das nicht einfach so abschütteln kann. Und beim 1-0 und 2-0, da sind auch bei mir so Erinnerungen an die letzten 20 Minuten gegen Lübeck gekommen. Ja, wo wir ja eigentlich auch einen guten Moment bis zur 68. Minute hatten, wenn du Lübeck 3-1 führst. Aber wir haben einfach Probleme in der Verteidigung und das hat dann auch was mit Qualität zu tun. Aber Verteidigen fängt auch im Sturm an. Wir haben in der Analyse versucht, auf das Spiel zu sagen, wir wollen das Zentrum zukriegen. Das ist uns nicht gelungen. Und wir haben auch gesagt, dass Dresden sehr viel in die Tiefe über die Außen spielt. Ja, und wenn du in keinen Zweikampf kommst, wenn du immer einen Schritt zu spät kommst, wenn, das wirkt ja teilweise wie gelähmt. So, und da kann ich mir nur erklären, dass der eine ein oder andere gedanklich dann so mit sich beschäftigt ist. Weil das war ja eine erschreckende erste Halbzeit, so klar muss man es ja sagen. Eine Max Braune, was Wilderes oder? Nein, glaube ich nicht. Nur Schlag oder? Ja, genau. Heiko, lange Duisburger Vergangenheit. Jetzt spielt der MSV nächste Saison in der Regionalliga. Was macht das mit dir? Gut, ist schon eine Weile her, dass es jetzt nicht mal so emotional ist, aber ich habe schon gesagt, ich hatte herrliche Jahre, zweite und erste Liga in Duisburg, 7,5 Jahre. Ja, ist eigentlich unvorstellbar, auch mit dem herrlichen Stadion. Aber ich glaube, MSV-Fans, die werden jetzt auch wieder alles mobilisieren. Und ich denke schon, dass die in der Regionalliga eine gute Rolle spielen werden. Also das wird der MSV hinkriegen, auf jeden Fall. Jens Maßlich von der Morgenpost. Heiko, wir haben Kutschi jetzt in der Mixzone schon wieder rumlaufen sehen. Hast du noch ein paar Informationen, wie es ihm geht? Ich hab's nochmal, der Arzt hat mir gesagt, wir sollen lieber auswechseln, weil er noch ein paar Mal sich an den Kopf gegriffen hat. Und warum sollen wir da ein Risiko eingehen? Weil man weiß nie, was dann im Kopf ist. Und deswegen haben wir den ausgewechselt, aber jetzt ist er schon wieder guten Mutes und oh ja, gut so ist. Harter Hund. Gibt's weitere Fragen? Tim Schlegel nochmal. Scholli hat mit dem Sieg Aue jetzt quasi auch in den DFB-Pokal gehievt. Hat das irgendwelche Konsequenzen für das Spiel nächsten Samstag oder ist das völlig losgelöst, weil die Konstellation Dresden gegen Aue es eigentlich gar nicht zulässt? Also ich glaube, wer heute hier im Stadion war und unsere Fankurve gesehen hat, also da ist Spannung da und ich will auch gar keine Spannung abbauen. Wir werden ganz normal durchtrainieren, den Pokal wollen wir auch dann richtig in den Händen haben, gerade hier zu Hause. Also für mich hat das keine und ich glaube auch die Mannschaft nicht. Jens Maßlich nochmal. Und ich denke, Jonas Oemichen hat sich auch nochmal für einen Einsatz nächste Woche empfohlen. Er hat heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Macht einfach Laune, ihn zu sehen. Heute haben wir nochmal einen Toni mal eingebracht, ein paar Minuten, der auch ein hervorragender Fußballer ist. Und Zeiler haben wir reingebracht noch. Alles gute Jungs. Ich hoffe, dass die lange hier in Dresden bleiben. Ja, und dann, klar, tut mir auch mal für die leid, die vielleicht den Verein verlassen, dass man nie jeden dann ein Spiel geben kann. Ehle, glaube ich, hat heute sein 100. gemacht. Den habe ich auf jeden Fall das Spiel gegeben. Das habe ich Ihnen vorher schon gesagt, weil er sich das absolut verdient hat. In jungen Jahren war der hier absoluter Leistungsträger. So, und ja, das tut mir leid, dass in Flachau oder
Aslan, ja, alle, die draußen nie reinkommen, tut mir immer leid, aber ich konnte dann bloß fünfmal wechseln. Heiko, du bist schon mit dem Rucksack gepackt reingekommen. Geht es jetzt nochmal schnell zu Rammstein? Nee, heute nicht. Ich bin, war genug Rammstein heute hier. War Feuer drin im Spiel. Und nee. Ist auch wieder mal gut, meine Güte. Habe ich einmal mein Hobby verraten und ist mal erledigt. Also ich gehe nicht mehr. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen natürlich alles Gute, eine gute Heimfahrt nach Duisburg. Sehen uns dann nächste Woche zum Sachs-Pokalfinale hier gegen den FC Erzgebirge. Macht's gut. Okay, tschüss.